Heute sprechen wir darüber, wie du trotz Erschöpfung und Stress nicht nachlässt und so dauerhaft zu mehr Durchhaltevermögen kommst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Es ist einfach so, dass die Oberstufe kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Und auch wenn du mal vielleicht der coolste Phase ist, wo du super motiviert bist, am Ende kommt es darauf an, dass du auch dann durchziehst, wenn es einfach hart wird. Dass du auch dann durchziehst, wenn es gefällt, boah, ich bin so fertig und alles wird mit so viel. Und wie du das schaffst und so eben mehr Durchhaltevermögen aufbaust, das erkläre ich dir jetzt. Vorneweg, das wären jetzt wirklich extreme Tipps. Das heißt, es ist wirklich nur für die Leute, die sagen, ich will wirklich noch mehr durchziehen. Ich merke, ich könnte da noch mehr machen. Wenn du eh das Gefühl hast, du bist schon komplett am Arsch und was weiß ich alles, alles mit Vorsicht genießen. Ja? Das heißt, wirklich einfach für die jetzt sagen, ey, ich will es jetzt wirklich nochmal wissen. Deswegen, erster Tipp, einen Schritt weitergehen. Das bedeutet, du machst es dir wirklich zur Gewohnheit, immer an dem Punkt, wo du dir sagst, okay, jetzt packe ich es echt nicht mehr, einfach nur nochmal einen Schritt weiterzugehen. Wenn du an der Hausaufgabe bist, ich kann es nicht mehr. Einfach nur einmal das zuzulassen und dann aber im nächsten Moment, nein, ich setze mir es noch einmal ran. Einfach nur einmal nochmal und das zur Gewohnheit zu machen. Zweitens, nur morgen aufgeben. Was meine ich damit? Dass du niemals, die Leute geben immer heute auf und verschieben Dinge, die sie tun sollten, auf morgen. Mach's doch mal umgekehrt. Mach doch mal die ganzen Dinge, die du tun solltest heute und verschiebe das Aufgeben auf morgen. Das klingt jetzt im ersten Mal leichter gesagt als getan, aber es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Denn oft ist es so, dass wir einfach an einem Tag, und wir wollen meistens nur an so einem schlechten Tag irgendwie weniger machen und denkst, ich schaff das eh nicht. Und meistens ist es nur ein Tag. Deswegen machst dir auch da zur Gewohnheit, immer zu sagen, okay, heute ist echt kacke, ich mach nur noch heute und morgen kann ich aufgeben. Ich mache nur noch heute. Weil meistens ist es so, dass wenn wir einfach nur diese eine Sache noch machen, vielleicht doch noch Sport machen, doch noch diese eine Hausaufgabe erledigen, doch für das eine Fach lernen und dann allgemein auch einfach sagen, hey, ich mache das morgen. Morgen kann ich aufgeben. Aber heute ziehe ich es noch einmal durch. Muss ja nicht mal perfekt durchgezogen sein. Einfach nur, dass du nicht aufhörst, einfach nur mal weitermachst. Dann kann es ganz, ganz schnell sein, dass morgen die Welt komplett anders aussieht. Einfach nur, weil du hast ein bisschen besser geschlafen, es ist ein bisschen entspannterer Tag, du bist mit dem richtigen Fuß aufgestanden. Da kann so viel passieren, deswegen hör einfach nur nicht an dem Tag direkt auf, wo du das Gefühl hast, ich pack's jetzt nicht mehr. Drittens, diszipliniert Pausen machen. Das ist ja einer der Punkte, die ich aktuell versuche, mit am stärksten zu pushen, wirklich zu verstehen, um dauerhaft am Start zu sein, um eine konstante High-Performance zu gewährleisten, geht es nicht nur darum, dass du sagst, yeah und bam und da. Mindestens genauso wichtig ist, dass du deine Pausen richtig machst, aber eben auch richtig machst. Nicht nur irgendwelche Pausen, oh, ich schaue ich mal Netflix, chill, ich Handy, da. Nein, du musst auch bei deinen Pausen diszipliniert sein. Aber das versteht niemand, weil Disziplin immer nur mit Arbeit oder mit Aufwand verbunden wird und Pausen nur mit, ey, yo, du kannst machen, was du willst. Aber genau darin liegt der ganze Fehler. Sondern es geht darum, wirklich dir zu überlegen, wie kann ich denn schnellstmöglich auch wieder frisch sein? Wie kann ich schnellstmöglich rechargen? Dazu habe ich ja schon ein extra Video gemacht, wie du eben auch eine Lernpause möglichst effizient gestaltest. Findest du rechts oben hier in der Ecke. Aber es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass du dich damit beschäftigst und das auch wirklich durchziehst. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du so am Arsch bist, deine Willenskraft so gering ist, dass du dann es nicht mal mehr schaffst, eine vernünftige Pause zu machen. Also du schaffst es zwar nicht mehr weiterzumachen, vollkommen normal, jeder kommt an seine Grenzen, aber dann ist es wichtig, dass du zumindest noch so viel Energie hast, die richtige Pause zu machen, Nap, Meditation, whatever. Findet ihr alles in dem Video, was ich euch verlinkt habe, aber das ist sehr, sehr wichtig. Viertens, an die Anstrengung gewöhnen. Die meisten unterscheiden zwischen, oh, bin ich jetzt angestrengt, bin ich jetzt erschöpft oder nicht. Aber dann ist natürlich logisch, dass die meisten sagen, ja, ich bin schon angestrengt, ist schon so anstrengend, ich bin schon so erschöpft, ich kann nichts mehr machen. Dann ist es logisch, dass du viel, viel öfter eben es nicht mehr machen wirst, weil du denkst, ja, ich bin ja erschöpft, geht nicht mehr. Versuch doch mal stattdessen nicht mehr ein Entweder-Oder so, ja, du wirst den Großteil der Klausurenphase angestrengt sein. Das ist ja auch vollkommen normal. Die Frage ist nur, bis zu welchem Grad? Als ich zum Beispiel 10 Jahre Triathlon gemacht habe, 4 Jahre davon auf höherem Leistungsniveau, da war die Frage nicht an dem Tag, ob du das Training von gestern noch spürst. Natürlich, du hast das Training von vor 5 Tagen noch gespürt. Die Frage war nur, in welchem Maß hast du es noch in den Muskeln gespürt und welches Training kannst du dementsprechend machen. Sprich, selbst wenn ich morgens aufgestanden bin mit dem Muskelkater des Todes, wo ich dachte, ich kann nicht mal mehr aus dem Bett rausgehen, dann hat man trotzdem eine halbe Stunde einen lockeren Lauf gemacht. Und genauso solltest du es eben mit den Hausaufgaben, mit dem Lernen sehen. Das bedeutet, dass du dir einfach überlegst,
Okay, vielleicht bin ich heute echt krass angestrengt, aber ich kann mir zumindest meine Sachen für morgen anschauen. Ich habe vielleicht keine Hausaufgaben, aber ich kann mir zumindest meine Sachen für morgen anschauen. Oder ja, ich bin jetzt schon zu 60% angestrengt, aber ich kann auf jeden Fall meine Hausaufgaben mal gut durchziehen. Lerne ich halt nicht so viel für die Klausur jetzt noch in 3 Tagen irgendwie so, sondern das mache ich heute ein bisschen weniger und lieber erst morgen wieder. Aber ich ziehe wenigstens meine Hausaufgaben noch durch. Dass du einfach damit spielst, ein bisschen lernst, okay, bin ich schon wirklich an meinem Limit? Nicht nur, oh, ich bin ein bisschen angestrengt, sondern wie krass bin ich denn wirklich schon dran? Und dafür auch viel mehr ein Gefühl zu entwickeln. Und jetzt kommt abschließend noch der krasseste, extremste Tipp, deswegen bitte mit Vorsicht genießen. Aber fünftens, be obsessed. Obsessed zu sein bedeutet einfach nur, dass du dich dieser Sache vollkommen hingibst. Sie nimmt dich vollkommen eins. Bedeutet, dass du wirklich, das ist jetzt wirklich nur für die 1%, die sagen, okay, Leo, let's go. Ich mache everything so. Das bedeutet einfach, dass du denkst nicht mehr drüber nach, weil quasi jeder wägt die ganze Zeit nur ab, schon, ah, schon anstrengend, ob sich das lohnt, ja, mein Why, wie groß. Wenn du sagst, du bist obsessed, dann hast du all diese Entscheidungen schon längst getroffen. Du bist einfach nur, okay, fuck. Ich mach das, ich mach das. Was nicht bedeutet, dass du auf jeden Fall auf einmal übermenschlich wirst und nicht mehr in die Erschöpfung kommst. Natürlich, aber dich hält diese Erschöpfung nicht mehr ab. Es das heißt auch nicht, dass du keine Pause mehr machst. Es bedeutet einfach nur, dass du so stark dieser Sache nachgehst, dass du immer im Optimum für diese Sache handelst. Das bedeutet, wenn du gerade die Pause brauchst, brauchst du die Pause. Aber du würdest nie eine Pause länger machen, als du bräuchtest. Oder auch wenn du das mal gemacht hast, dann wirst du danach trotzdem so ein Comeback im Kopf haben und sagen, nein, Mann, nein, Mann, du bist halt wirklich dieses. Wisst ihr, was ich meine? Wo manche dann vielleicht auch sagen, hey, das ist zu viel. So viel Stress sollte man sich über seine Noten nicht machen. Und das trifft bestimmt auch auf viele zu. Aber es gibt manche Menschen, denen ist es so wichtig. Und für die ist es halt vielleicht auch so entscheidend, dass sie Medizin studieren. Oder vielleicht auch, was noch viel wichtiger ist, wovon ich ein viel größerer Fan bin, dass sie einfach Bock darauf haben, das so zu machen. Ich persönlich muss sagen, es gibt in meinen Augen wenige Dinge, die so ein besonderes Gefühl einem auslösen, als wenn man sich sagt, das ist jetzt mein Ziel und ich gehe dem bedingungslos nach. If you go the way, go all the way. Ich persönlich liebe das Gefühl. Mir geht es noch nicht mal darum, was ich mache. Mir geht es einfach nur darum, wie ich es mache. Und wenn ich was mache, dann will ich es zu 100% machen. Nicht diese allgemeinen 100%, sondern wirklich 100%. Und das unterscheidet halt dann auch die guten Leute von den sehr guten Leuten. Oder sogar die sehr guten von den extrem guten Leuten. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. I wanna know what the fuck is a team. Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream. I can't let none of these looks in vain. No, my city's blessings I can't even see. Praying that I get to breathe, yeah.